Weißt du, wenn ich so viel rede über kollektives und individuelles Entwicklungstrauma oder über die verkorkste Kindheit der Menschheit, dann findet man sich wieder als du oder ich und wurde nicht jeden Tag zusammengeschlagen als Baby. Oder was auch immer. Und denkst so, ey, krass. Ey, ich war ein Wunschkind. Ey, ich wurde gefördert. Ich wurde doch geliebt. Was ist denn hier los, dass ich mich so scheiße fühle? Dann reicht es nicht zu sagen, ja, ich glaube, dein Papa hatte Stress und deine Mama konnte dich nicht genug um dich kümmern. Ich glaube nicht, dass wir individuell sind. Ich glaube nicht, dass Trauma überhaupt eine individuell verwaltbare oder definierbare Kategorie ist. Das ist sie per se nicht. Sie ist per se die Entgrenzung. Und wir haben auch nicht eine Mama oder einen Papa. Verstehst du? Wenn einige wenige Kinder, und wären es nur wenige, entführt und verkauft werden, dann ist dieser Zusammenbruch dieser einigen wenigen Nervenzellen im kollektiven System, im kollektiven Nervensystem, das, was alle lahmlegt. Und wir kommen auf die Welt und sind extrem verdrahtet. Wir brauchen das Internet nicht und wir brauchen das Auffliegen des Mafia-Ringes nicht, um ihn zu kennen, den Mafia-Ring, um das Grauen zu kennen. Wir brechen zusammen, vielleicht sogar brechen wir in der Tiefe zusammen aus der Liebe heraus, dass wir wissen, aus dem Zusammenbruch heraus können wir uns wieder gebären oder was auch immer. Aber die Dinge geschehen nicht, weil sie in unserer individuellen Kinderstube passieren. Selbst wenn dort entsetzliche Sachen passiert sind. Und das Internet ist, wie heutzutage kann es weniger passieren. Der Faschismus oder all das, denn man kann die Dinge leichter aufdecken. Wir können uns leichter selber vorhalten, was wir immer wissen. Aber es wirkt sowieso. Und wir überschätzen das Novum dessen, dass wieder was auffliegt. Wir überschätzen auch die Kraft dessen, dass was auffliegt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Medizin Wissenschaft hochhält und ignoriert. Je nachdem. Es ist ein offenes Geheimnis, dass politische Entscheidungen von Wissenschaft getragen sind oder drüber hinwegbügeln. Sie können beides machen. Auch deshalb sind wir langsamer als der Teufel im Meditieren und schwächer als der Teufel überhaupt. Weil wir glauben, wenn man uns sagt, wie man uns lähmt, dann hätten wir was gegen die Lähmung in der Hand, aber das stimmt nicht. Wir haben nur das Wissen, wir haben nur Shiva, wir haben nur die Welt der Form. Was man uns vorenthält, ist die Welt der Energie, nicht von außen, sondern von innen. Die eigene Lücke, die wir selber nicht sehen können, im eigenen Nervensystem. Deshalb kann Netflix die Doku machen, das soziale Dilemma, und uns exakt vorexerzieren in einer kritischen, gut gemachten Doku, wie wir süchtig gemacht werden nach dem Like-Button. Nach der Zeit, die wir auf Facebook verbringen, weil es nicht gefährlich ist, uns zu zeigen, woraus unsere Käfigstäbe gemacht wurden. Das ist überhaupt nicht gefährlich. Wir gucken das auf Netflix und teilen es danach auf Facebook.